Herzlich willkommen beim schönen Wetter, bei einer weiteren Folge von Cast mit ZFF. Heute mit zwei wichtigen Leuten vom Film Mary und Johnny. Wie fühlt man sich so kurz vor der Premiere von seinem filmischen Baby? Ja, Julian, wie fühlst du dich? Also ganz banal muss ich gestehen, ich bin total aufgeregt und freue mich extrem drauf und hoffe, dass es morgen ja, laut genug ist. Um was geht es in diesem Film? Es geht um den Weg durch die Nacht am Zürichfest und an der WM und in der Wirtschaftskrise und in der Party und während einem Rave und in den Abgrund. Und es ist wunderschön. Unglaublich. Johnny verliert seinen Job. Johnny verliert seine Freundin. Der Trailer suggeriert, dass der Film also zum Teil sehr fragmentartige Stücke, so wie Erinnerungsfetzen von einer Nacht. Wann habt ihr die letzte solche Nacht verbracht? Morgen Abend. Hey, also ich glaube, bei mir war die letzte solche Nacht beim Dreh von Mary und Johnny. Aber da waren es etliche. Ja, 9 von denen. Vielleicht nur eine meiner Lieblingserinnerungen an die Arbeit von Mary und Johnny war das Gefühl, wenn man morgens beim Sonnenaufgang nach Hause fährt auf dem Velo und so dieses Gefühl vom Feierabendbier morgens um 5 noch so hat, während die Bauarbeiter langsam den Presslufthammer auspacken. Und ich glaube, das ist für mich eines der unvergesslichsten Gefühle von dieser Drehzeit. Auf was hofft ihr mehr? Auf einen Preis von der Jury oder vom Publikum? Ja, eigentlich geht es mir, also mir geht's nicht um einen Preis. Ich denke, es geht ums Feedback. Oder? Ich finde, wenn ein Paar hässig war, ist schon super. Es braucht einfach irgendeine Kommunikation, es braucht irgendeine Reibungswärme, die rausgeht und irgendetwas, was passieren muss. Aber wegen Preisen macht man es nicht. Also, sicher ein super Preis, logisch. Man tut auch nicht ablehnen und so. Man hat Freude an einem Preis. Aber Kommunikation mit dem Publikum ist viel wichtiger, oder? Wenn sich alle aufregen und sagen, ein Scheissfilm, dann kann man sagen, ja, regt euch nicht so auf, es steckt kein Rappen Steuergeld drin, regt euch nicht auf, oder? Regt euch das nächste Mal beim anderen auf, beim nächsten Tatort, oder so. Regt euch nicht bei uns auf. Also können wir mit ihnen kommunizieren. Also es gibt verschiedene Arten von Feedbacks, die mich würden freuen. Und die Hauptsache für uns ist, dass der Film sein Publikum findet und erreicht, und zwar auch egal, ob das im Kino sein wird oder auf DVD oder im Internet. Und ja, das ist auch so eine Grundeinstellung, auch für die Zukunft, dass es uns nicht darum geht, wir produzieren für dieses Gefäß einzig und allein und wenn es da dann nicht hinkommt und einen Preis gewinnt oder nicht, wäre es dann gescheitert, sondern ich glaube, die ganze Sache ist für uns auch eine Herausforderung, wo wir jetzt auf der Stufe Mary und Johnny weiterspringen wollen und das ist eigentlich unser Hauptziel. Und dann wollen wir wirklich auch die Vorurteile überwinden, oder? Also bei Nadine Vincent, die hat Strasbourg studiert in Amerika, die macht ihren Weg, die war mutig gewesen, die ist gegangen, oder? Und die jetzt quasi 2-3 Jahre lang mit dem Finger auf sie zeigt, die hat gesagt, oder die werden jetzt das Bessere belehrt, die hat etwas gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch die Leute in diesen verschiedenen Segmenten finden, die die Standfestigkeit haben und auch die Zähigkeit, die es für uns das Arbeiten braucht. Aber ich habe gehört, dass eigentlich ein Teil ist von einer dreiteilige Serie, eine Art. Verratet ihr schon etwas von den nächsten Teilen? Aber sicher, der zweite Teil heisst Sepp und es geht um einen Fußballmanager, gespielt von Andrea Zock, der unbedingt Chef von einer bekannten Zürcher Fußballvereinigung werden will, also Zürcher Weltorganisation werden will. Und das dann auch wird. Oder? Und dann muss er Schiedsrichter killen auf irgendwelche Provinzfußballfelder. Und gleichzeitig muss er mit der sozialdemokratischen Stadtpräsidentin dinieren am nächsten Tag. Also wahnsinnig komplexer Stoff, inspiriert von Shakespeare. Der zweite Teil heisst Mischas Rückkehr. Das ist die Geschichte von Mischa, ohne Figur aus Mary und Johnny. Und, ja, und
Mischas Rückkehr inspiriert von Hamlet oder basiert ziemlich auf Hamlet. Und wie gesagt, da ist dann unser Mischa, den ihr alle in Mary und Johnny sehen könnt. Sozusagen unser Hamlet von heute. Ich finde es super, Chorregie. Ich finde, man sollte viel mehr Filme Chorregie drehen, weil das ist so total beschissen langweilig, da das Einzelregisseurentum. Das ist vollkommen richtig, Samuel.